Herzlich willkommen zurück bei Evil Genius 2, hier bei der Gold Crown Coast oder Insel oder wie auch immer sich das Ding hier schimpft. Ja, und das hier ist unser Unterschlupf, unser kleines Casino, was irgendwann nochmal wird. Und das ist das, was wir bislang gemacht haben. Ja, wir haben in den ersten beiden Folgen den Tresor gebaut. Wir haben die Stromversicherung sichergestellt, sichergestellt. Wir haben zwei Kasernen, so nennt es sich. Ich würde es Schlafsäle nennen, gebaut. Ja, ein bisschen was für Mampf und Kampf. Dann hier vorne noch so eine kleine Kommandozentrale, wo aber noch nicht so viel drin ist. Dann haben wir hier noch einen Unterrichtsraum und hier vorne endlich ein Labor für unsere Wissenschaftler. Ja, Toilette haben wir ja auch noch reingehauen. Ja, ich weiß gar nicht, was die bringt. Ertrag nichts, Verdacht nichts, befriedigt das Dringendste der viel zu zahlreichen Bedürfnisse deiner Schergen. Tja, dürfen da aufs Töpfchen. Keine Ahnung, wie viel man davon braucht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auf wie viel Schergen denn eine Toilette oder Doppeltoilette ist es ja kommen sollte. Wir haben derzeit 41 Schergen. Ja, Kapazität ist auch 41 und ja, wir können demnächst mal nochmal den Schlafsaal ausbauen. Aber erstmal wollen wir zu unserem Bösewicht, zu unserem Genie und das sollen wir jetzt auch auswählen. Wir sind ja noch im Tutorial. At last, something worthy of my skills. Ja. Diese Fähigkeit erhöht Bedeutung und Geschwindigkeit aller Arbeiten in deinem Einflussbereich. Gehe in einen belebten Teil deines Unterschlupfes wie deinen Kontrollraum. Löse hier die Fähigkeit aus. Achso, die muss man auslösen. Ich dachte, es reicht schon, wenn man da ist. Ja, komm, dann schick mal den mal dahin. Und lass dann die Jungs da auch mal ein bisschen arbeiten wieder. Weg von der Pause. Ah, guck mal. Zack. Faster, faster, faster. Siehst du, wie emsig die Schergen zu Hilfe eilen? Das kann sehr nützlich sein, wenn du der Produktivität in deinem Unterschlupf einen kleinen Schub geben willst. Wenn dein Genie gerade nicht in einem belebten Raum ist, dann schicke es in einen Bereich, wo viel los ist. Ja. Nebenhandlungsmissionen, die mächtige neue Erweiterung für dein Imperium freischalten. Das ist doch auch gut, dann gucken wir da mal rein. Nebenhandlungen. Ah, die Wächtereinführung. Wir sollten damit beginnen, dass du mehr über Wächter lernst. Sobald du das getan hast, kannst du mehr über andere Schergentypen erfahren. Gut, machen wir mal. Nebenhandlung Wächtereinführung. Belohnung 20.000 Dollar, neuer Schergentyp Wächter plus 1. Details. Deine Schergen sind beängstigend schwach. Gurkengläser bleiben ungeöffnet. Armdrückduelle sind langweilig. Huckepackversuche enden katastrophal. Wenn sie feindliche Agenten überwältigen wollen, sind die Resultate peinlich. Du brauchst richtige Wächter. Das machen wir. Starte die Handlung. Was wir hier brauchen, sind kräftigere Typen. Du da! Welches Gewicht kannst du stemmen? Oh, an einem guten Tag etwa 70 Kilo. Vielleicht 80, wenn ich beide Arme nehme. Aha. Und wie viele Kugeln kannst du einstecken, bevor du aufgibst? Eine? Vielleicht zwei? Das ist genau der Punkt. Zieht los und findet jemanden, der wirklich stark ist. Lernt seine Geheimnisse. Okidoki. Also, viele Missionen erfordern die Entsendung verschiedener Schergentypen, um Spezialpläne durchzuführen. Lass uns zur Weltkarte gehen, um damit zu beginnen. Das machen wir natürlich. One of the highlighted schemes is near one of your criminal networks. You can send minions to complete the scheme now. Also, einer der markierten Pläne ist in der Nähe eines deiner kriminellen Netzwerke. Du kannst Schergen entsenden, um diesen Plan jetzt abzuschließen oder auf der Welt nach einer Alternative suchen. Okay. Und wir haben eine Forschung abgeschlossen, das kam mir gerade. Erlaubt es mehr Schergen, ihre Ausrüstung im Lager zu verstauen, wodurch sich die Unterschlupfkapazität erhöht. Gut, gehe zur Forschung. Das machen wir nochmal ganz kurz. Und gucken auch mal hier rein. Was gibt es denn hier bei Schergen? Unterschlupf, da können wir auch noch was machen. Verstärkte Tür. Endlich eine robuste Tür, auf die man sich verlassen kann. Haben wir die schon freigeschaltet? Was ist das hier? Eine Lasertür. Wow. Forschungstempo zweimal. Kostet 10.000 Gold. Was könnte man aber wollen? Effektiv gegen Schurken. Saboteure können sie leicht knacken. Okay. Was haben wir hier? Notstrombatterie. Falls es Probleme mit den Generatoren gibt, ist auch wichtig. Und dreh bei dem Streben nach Welt jeden Stein um erlaubtes Arbeiten, sich durch hartes Gestein zu graben. Auch wichtig. Fallen wären vielleicht auch nochmal was. Dank dieser Falle kannst du deinen Gegner im wahrsten Sinne des Wortes umpusten. Riesenventilator. Gefrierstrahl. Giftpfeile. Geil. Flipperbumper.
Globale Aktivitäten, da könnten wir auch noch was machen. Computerterminal generiert Berichte, während Schergen an ihm arbeiten. Berichte sind für die Weltherrschaftsplan von großer Bedeutung. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal die Fallen. Riesenventilator zum Umpusten. Muss in Kombination mit anderen Fallen verwendet werden. Was ist das? Der Flipper-Bumper. Okay. Gut gepiekst ist halb gewonnen. Diese versteckten Falle bringen deinen Gegner ins Taumeln. Aber sei vorsichtig, es gibt nämlich kein Gegengift. Ja, fangen wir mal mit dem Ding mal an. Beginnen. Research has begun. So, zurück dahin. Und jetzt schauen wir uns mal an. Das Ende der Rente. Läuft ab. Unendlich. Dieser pensionierte Wächter hat schon alles gesehen. Jetzt verbringt er seine Tage zu Hause und erzählt den Enkeln Geschichten von all den Dingen, die er bewacht hatte. Täuscht seinen Tod vor und bringt ihn in euren Unterschlupf. Gut, machen wir. Starte den Plan. Bestätigen. Entführe einen Wächter. Ja, also, da dürfte jetzt gleich einer hinfliegen von unserer wunderbaren Insel. Offene Anfragen 1, Schergen erwartet Transport 0 von 2. Ja. Was haben wir hier noch? Gucken wir mal rein. Optional. Hole 6 weitere Schergen an, schließe ein Forschungsprojekt ab. 1 von 3 haben wir, schließe einen Plan ab. Haben wir auch noch nicht. Gründe weitere kriminelle Netzwerke. Und die Hauptmission. Entführe den Wächter. Ja, sind sie bestimmt gerade dran. Was können wir hier? Aha. Beim Gang haben wir ein bisschen Dekor dazu bekommen. Was ist das? Die Klimaanlage. Verbinde Räume und installiere eine Vielzahl von Fallen. So, mach die Luft geschmeidig. Verlangsamt den Verlust. Kosten 100. Ah, okay. Klimaanlage. Passt nur in die Räume hier? Ah, nee, da passt auch hin. Aber wenn ich den bewegen möchte... Was ist das? Trinkwasserbrunnen. Das ist auch ganz nett. Gehen wir mal einen Schritt näher ran, um mal besser zu gucken. Your minions have kidnapped a specialist. Once they're in a holding cell, you can choose to interrogate them. Salaries paid. Ja, davon können wir nicht genug haben, von den Dingern hier. Ne, auf dem Weg zum Verhör kann man auch gerne noch mal so einen Trinkbrunnen hinstellen. So, alles bestätigen. Zack. So, also, das Ding ist abgeschlossen. Deine Schergen haben einen Spezialisten geführt. Sobald er sich in der Zelle befindet, kannst du ihn verhören. Dann wollen wir noch mal gucken. Dürfte er auf dem Weg jetzt hierher sein? So, Nebenhandlung. Alles über Wächter, ja, brauchen wir noch ein bisschen. Hauptmission müssen wir auch noch warten. Warte, bis ein Wächter eingesperrt wurde. Ich denke mal, ach guck mal, da kommt er. Da kommt da unser großer Wächter. Ja, alter grauer Mann. Nicht ganz happy. Aber die sehen schon deutlich muskulöser aus als die anderen. Und da geht's jetzt hier, genau. Hier geht's lang. Ab in die Zelle. An intruder has been captured. Select the holding cell and then select escort prisoner. After that, select the interrogation device. For now, that's the interrogation chair. So, ein Eindringling ist gefangen genommen worden. War das jetzt unser hier, den wir hier hatten? Mal gucken. Also, wähle die Zelle und dann Gefangenen eskortieren. Wähle danach das Verhörinstrument, was fürs Erste der Verhörstuhl sein wird. Okidoki. Okidoki. So.
Ich kann doch jetzt nicht. Warum geht das nicht? Oder muss ich den jetzt nochmal extra auswählen, den Typen? Nee, das wollte ich nicht. Sondern ich wollte, ja, ja, bestätigen. Aber oh, vielleicht macht das auch schon. Und man muss bloß die Pause mal weglassen. Auf geht's zum Verhörstuhl. Ja, da oben leuchtet es auch drüber. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Okay, so wird hier also verhört. Wahnsinn. Wie witzig sieht das denn aus? An intruder has given us their secrets. Oh, jetzt haben wir eine Leiche. New recruits, you should expand your training room to make space for all those exotic training machines. Okay, spannend. Also, wir haben ihn verhört. Wir haben festgestellt, dass er danach einfach draufgegangen ist. Jetzt nimmt dieser Scherge hier vorne die Leiche und dann wird die hier wahrscheinlich auch demnächst verbrannt werden, damit die da nicht rumliegt. Und jetzt müssten wir unseren Trainingsraum ein wenig erweitern, was wir natürlich gerne tun. Ja, da können wir jetzt noch gar nicht erweitern. Also die Richtung. Das ist natürlich blöd. Dann bauen wir halt eine zweite Trainingsfacility auf. New main objective available. Guards are important to the security of your lair, but can disappear quicker than a dry martini. Build What? Two guard trainers so that your minions can top up their wilting numbers post haste. Once constructed, we can use the minion training screen to request our minions start their training to become fully fledged guards. Won't that be nice? Ja, das wäre richtig nice. Argwohn ist groß. Aber ich sagen, gehen wir mal hier weg. Und gucken mal, ob wir woanders was finden. Nördliche Patriots starten. Erkunden. So, warte auf eintreffende Schergen. Das können wir mal machen. Und hier müssten wir eigentlich mal... dafür sorgen, dass wir den Argwohn ein bisschen wegbringen. New optional objective. Ja, das geht schon mal nicht. Das ist auch nicht drin. Nur gut. So, hier wird fleißig gebaut. Optional Objectives haben wir hier. Gucken wir mal rein. Optional. Hol die Belohnung ab. Schließe einen Plan ab. Das haben wir gemacht. Zack. Eure 6 weite Schergen an haben wir auch gemacht. Nochmal 2500 für uns. Dann gucken wir mal hier rein. Ich habe doch da gerade noch was gesehen bei der Forschung. Achso, das sind die Optionen, die jetzt freigeschaltet wurden. Ja. Heißt, den Gefrierstrahl können wir noch bei den Schergen. Da sollten wir auf jeden Fall gleich dafür sorgen, dass wir hier die verbesserte Bergbautechnik erforschen. Genau. Ja, ist schon spannend, ne? So ein bisschen wie bei den Minions, nur anders, dass wir halt keine richtigen Minions hier haben. Was leuchtet hier eigentlich? Warum? Achso, der ist gerade nicht da, der Bursche. Nee, wir wollen das gar nicht anhalten. Uns fehlen hier gerade die Wissenschaftler, wenn ich das richtig sehe. Ah. Sehr gut. Also, da haben wir das neue kriminelle Netzwerk.
Gerechte Mächte werden uns nicht erwischen, wenn sie nicht einmal wissen, wie spät es ist. Wir werden an der Weltzeituhr drehen und sie für einige Stunden verwirren. Oder zumindest so lange, bis sie die Sonnenuhr für irgendwas, ja. Kann ich nicht ganz lesen. Drei Arbeiter, starte den Plan, machen wir. Oh, jetzt ist das hier gesperrt. Du hast das Arkon-Limit erreicht. Dieses Netzwerk befindet sich im Lockdown. Ja, ist in Ordnung. Dafür haben wir andere. New main objective available. Head to the minion training screen to request some advanced minions. Normale Präsenz. Ja, schicken wir da auch noch einen hin. Und gucken uns das mal an. So, gehe zum Schergen-Trainingsmenü, um einige spezialisierte Schergen anzufordern. Das machen wir. Sehr gerne. So, Schergentraining. Wir haben zwei Wächtertrainer. Lege fest, dass dein Unterschlupf versucht, immer vier Wächter zu beschäftigen. Wenn sie im Kampf fallen, werden deine Schergen schnell neue Wächter trainieren, um die verwaisten Plätze zu besetzen. Okay, Wächter. Geplante Anzahl, vier. Kosten pro Tag, 1800. Guards are just one of the muscle type minions you will be able to find as you expand your empire. Oh, da trainieren sie, guck mal. Da geht's doch los. Schön gegen irgendeinen Computer-Roboter gesteuerten. Ja, wenn die so weitermachen, dann sollten die doch bald hier richtig viele Muskeln haben. Hier sehen wir den Fortschrittsbalken. So, hier wird jetzt noch ein Wissenschaftler ausgebildet. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Gerade beim Essen hier unsere Wissenschaftler. Wow, schau sie dir nur an. Genau, das machen wir auch unbedingt. Schauen wir uns die Jungs an. Oder ist auch Mädel mit dabei? Nö. Nur zwei Jungs gerade am Fighten. Wow. Und da sind sie. Also zwei von vier sind fertig. Und hier ist unser neues kriminelles Netzwerk. Arquo 0. Was können wir hier? Berichte haben wir noch nicht. Hier können wir ein bisschen Geld absapfen. Plus 15, 75 alle 5 Sekunden, macht 54.000. Starte den Plan. Was sind denn die offenen Anfragen eigentlich? Drücke und gedrückt halten zum Aktivieren. Klicke zum Deaktivieren, okay. So, neue Gegenstände haben wir. Was ist das? Wachposten. Hier postiert sich Schergen während eines Großalarms und reagieren auf markierte Agenten. Okay, postieren sich Schergen während eines Großalarms. Dann würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall hier vorne einen Schergen hinstellen. Now that you have enough guards to support them. Request some guard posts towards the entrance to your lair. So, nachdem du jetzt genug Wächter hast, solltest du einige Wachposten für den Eingang deines Unterschlupfs anfordern. Das machen wir. Gerne auch noch auf die andere Seite. Genau. Zack, da kommt auch noch einer hin. Dann haben wir schon mal zwei. Your guards will diligently man these aptly named guard posts. Packen wir da noch einen hin und dann würde ich sagen, kommt noch hier hinten einer vor unserem Kommandoposten. So, bestätigen. Ja, bin ich gespannt, ob da gleich mal einer kommt, der sagt hier, jetzt testen wir es mal aus. Da sind auf jeden Fall welche unterwegs. Oh, das sieht schon, also sieht nice aus. Die Grafik ist auch schön. Ja, und das hier werden wir dann früher oder später
natürlich auch in Betrieb nehmen. Gehe ich zumindest fest von aus. Als zusätzliche Einnahmequelle. Das Casino. So, die sind wieder am Forschen. Das ist auch gut. Ja, wenn es nach mir geht, könnten wir hier sogar noch ein weiteres Forschungsfeld reinbauen. Das sollte ja schneller gehen dann auch. Ne? Wir haben ja... Ah, guck, der ist fertig. Also, ein Ersatz ist immer nicht verkehrt. What? Keep an eye out for incoming agents. Aha. Wo könnten sie kommen? Wo könnten sie kommen, die Schurken? Salaries paid. Oh no. Mussten wir sie wieder bezahlen? Salaries paid. Also, wir haben verdächtige Bewegungen in der Nähe deines Unterstopps registriert. Achte auf nahende Agenten. Die Frage ist, wo könnten sie denn kommen? Oh, hier unten hätten wir auch noch einen Eingang. Da sehe ich erstmal nichts. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Schiff. Oder kommen jetzt hier die Agenten mit dem Schiff? Guards like to use their muscles to defeat agents. Tag this agent for swift termination. Das ist einer. I order you to locate and kill that intruder. Turn on high alert and watch as your minions scurry to deal with any tagged agents they find in your lair. All hands on deck. Schön. So, jetzt wird das hier positioniert, bewacht. Ein Glück habe ich hier vorne auch einen hingestellt. Da kommt er, der fiese Intruder. Oh, jetzt kämpfen sie gegen unsere... Also unsere Schwächlinge kämpfen jetzt gegen den hochprofessionellen Agenten. Da kommt noch ein dritter dazu. So. Nicely done. Turn off high alert. Once you have finished dancing. So, Handgreiflichkeiten gehören zu den Berufsrisiken deiner Wächter und können deren Gesundheit reduzieren. Ein kurzer Aufenthalt in der Krankenstation bringt das dedierte Personal wieder auf Vordermann. Ja, das hört sich doch gut an. Jetzt müssen wir eine Krankenstation bauen. Okay, wo bauen wir die denn am besten hin? Hätte er fast gesagt, hier vorne neben unsere Zelle. An intensive care pod like this can officially deal with 1000 boo-boos per hour. Actual results may vary. If a minion's vitality gets too low, they will go to the closest infirmary to attempt to heal. If their vitality reaches zero, then it might be time to hire a new minion. Okay. So, bauen wir noch eine Tür rein. Zack. Oh, Dekor können wir auch noch machen. Gehirnhologramm. Hilfreich in den Schergen daran, dass sie in der Tat über ein Gehirn verfügen. Verlangsamt den Verlust von irgendwas. Kann man das überall hinstellen? Nee. Also muss man auch tatsächlich wieder hier irgendwo reinbauen, wenn ich das richtig sehe. Geht aber auch nur auf der Krankenstation.
Ja, okay, vielleicht brauchen wir das auch nicht. Aber hier diese Stehlampe, die ist so immer ganz schick. Klimaanlage, was haben wir hier? Den Eierbecher, was macht der denn? Echt angesagt. Verbessert die Wiederherstellung. Jo, von mir aus. Von mir aus, wenn es was bringt. Was haben wir hier? Das Placebotron. Diese Maschine sieht dermaßen imposant aus, dass deine Schergen manchmal glauben, schon durch den Anblick geheilt zu sein. Wow. Da haben wir nicht mehr genug Geld, doch. So, das passt dahin. Und dann haben wir hier noch das Pulsmessgerät. Du ahnst es ja nicht. So, was ist mit dir? Bewegen. Bewegen wir dich mal. Ist ja egal, in welche Richtung du hier... Na, von mir aus. Es wird schon passen, denke ich mal. Auswahl bestätigen. Okay. Abbrechen. Dann nehmen wir das Ding hier nochmal weg und probieren es irgendwo anders hinzubringen. Ah ja. Ja, dann lass uns das mal machen. So, verdiene 20.000 Gold durch Pläne. Da sind wir auf dem Weg dahin. Hier ist auch wieder irgendwas aufgepoppt. Unsere kleine Weltkarte. Zwanzig Berichte, drei Wächter. Würde uns auch Geld bringen. Ja, brauchen wir aber erstmal nicht. Schauen wir mal lieber hier wieder rein. So, Missionen. Optional. Hol die Belohnung ab. Gründe weitere kriminelle Netzwerke haben wir gemacht. Schließe die Erkundung einer beliebigen Region ab. Haben wir auch gemacht. Hauptmission. Konstruiere Intensivpflegekapsel. Ja, sind wir dabei? Oh, und unser Tresor ist voll. Das ist natürlich schlecht. Dann lasst uns doch nochmal ganz kurz hier den Tresorraum erweitern. Und dann bauen wir doch da auch noch mal ein paar von den... ...Dingen hier rein. Raumtyp. Ja, machen wir noch mal einen größer. So, Gegenstände. Zack. Und da müssen wir erst noch mehr forschen. Ja, so ist das doch gut. Also, wir brauchen natürlich mehr Platz für mehr Gold. Ah. Forschung abgeschlossen. Dank dieser Falle kannst du deinen Gegner im wahrsten Sinne des Wortes umpusten. Gehe zum Forschungsmenü, das machen wir sehr, sehr gerne. Gucken wir hier nochmal rein und jetzt möchte ich ganz gerne, dass das hier... Well done. Ah, können wir noch gar nicht. Your horde of guards will be the first line of defense and help to keep the riffraff out. Collect the completed side story to continue your world domination. So, die Nebenhandlung ist abgeschlossen. Gut gemacht, deine Schergen können nun Gurkengläser jeder Größenordnung aufkriegen und das als Wächter trainiert werden. Nee, und als Wächter trainiert werden. Gehe zu den Missionen. Na klar, machen wir das. Nebenhandlungsmissionen. Hole die Belohnung ab. Machen wir. Now this is more like it. Ah, das ist schon besser. Was schaffst du beim Bankdrücken? Die Größte. Okay, nicht ganz, was ich erwartet hätte. Wie viel Schuss wurden braucht das, um dich zu töten? Die Größte. Okay. Ist mit dir alles in Ordnung? Halt, ich will es gar nicht wissen. Du bist eingestellt. Sehr, sehr gut. Also, eine abgehakt, zwei sind noch zu erledigen. Wähle eine neue Schergen-Nebenhandlung vom Missionsmenü. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, denn die 30 Minuten sind schon wieder rum. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da, unterhalb des Videos.
kommt mit mir weiter auf die Reise des Evil Genius und auf dem Weg dazu, die Welt zu erobern. Na, noch sind wir im Tutorial und gucken mal, was das hier überhaupt alles gibt. Ich freue mich schon aufs freie Spiel, wenn ich das hier alles verstanden habe. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, gerne einen Kommentar, gerne ein Abo, falls ihr keins habt. Kommt auf meinen Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Natürlich könnt ihr auch bei Twitter und Instagram folgen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.